So, wir nehmen So, Sunny. möchten Sie dieses Profil der Karriere fortsetzen? Wir reiten heute auf Sunny. Rico, was sagst du dazu? Auf, es wäre mir lieber, Isabella. wenn Sunny auf mich reiten würde. Rico, Was? was Entschuldigung. für Kinder! Was? Ja, ich hab doch. Nee, was denn? Hopper, Hopper, Oh, ich Reiter, muss auf Männer, die Kochen, Falltasten. Reiter. Nicht WASD. Du hast Manji verstört. Was denn? Ich sollte nicht nachts um So. 12 mit euch Riding Star streamen. Hi, Dienstag. Jetzt leckt's wieder. Nein. Doch. Soll's aber nicht. Es leckt aber. Probier's mal Nee. im Pop-up. Vielleicht geht's im Pop-up. Pop-up? Im Pop-up habe ich jetzt eine Werbung. Ich glaube, das Pokerspielen vorhin hat ein bisschen verstört. Ich glaube Wer dich? auch. Irgendwie, ich weiß Nee, auch nicht, wie dich. es dazu kam, weil ich habe ja Ach so. YouTube-Videos geguckt währenddessen, während dieser Entwicklung. Hui, Und als Spezialfigur. Los, mach die Spezialfigur. Machst du die Spezialfigur? Oh ja, trapp, trapp. Hoi, hat der Galopp. Galoppia, Rico, du weißt Galoppia. schon, dass alles, was du sagst, mit Delay ankommt, ne? Ja. Deswegen spreche ich auch mit Delay. Galoppia, Galoppia, Galopp. Was? Und jetzt? In 3 Minuten sehe ich eine Kurve. Kurve, ja, jetzt. Ja, da müsste sie schon. Jetzt müsste sie schon bei der Kurve beiseite sein. Ja. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ah ja, die Traverse. Die ist schon längst rum. Ach so, Wir sind ja, jetzt aber beim wie habe ich das? versammelten Trab. Ich habe jetzt die Traverse. Also jetzt Traverse, Rico, hänge mal ein Traverse, bisschen Traverse. hinterher. Links und rechts die Ferse, Traverse, Traverse. Ich weiß nicht, ob du. Hast du Part 10 gesehen? Nachdem du ja Leider Part nicht. 8 oder 9 schon so fleißig verfolgt hast? Nein, weil danach habe ich mir erstmal einen Psychologen aus dem Telefonbuch gesucht und habe mal in den gelben Seiten gesucht, wer die beste Bewertung hat. Bewerbung. Und der hat mir eigentlich am besten geholfen. Der hat nämlich gesagt, dass Pferde, digitale Pferde, einem nicht wehtun können. Und ja, seitdem kann ich wieder halbwegs mit digitalen Pferden was was zu tun haben. Nur manchmal diese gefährlichen Manöver, die was du jetzt gerade machst, so einmal im Kreis Ja, laufen, das dann stimmt einmal allerdings. geradeaus. Boah, das Du ist musst mal sowas von. aufpassen, ja, wenn nachher die Traversale links auf eine Traversale rechts folgt. Das hat mich voll fertig gemacht beim letzten Mal Ja, schon. das kann ich verstehen. Ja, da kriegt man Albträume davon. Hat Ja! dann Freddy Krüger und reitet dir was vor. Oh, bitte. Ein starker Ritt. Das höre ich manchmal auch im Bett. Rico! Was? Also der Rico, der war das letzte Mal bei Riding Star. Was? Wer ist denn der hübsche Kerl da unten? Was für. Ach so, das Hey, ist mein da war gerade ne. Trainer. Boah, da werde ich ja ganz rattig. Mein Tennislehrer damals sah genauso aus. Und ich habe Boah. einmal ein bisschen scheiße gezielt bei dem Aufschlag. Ja, da muss Komm, der da musst eigentlich du mir einen die Hüpfer Nummer nach oben geben. machen. Gib mir die Nummer vom Tennislehrer. Yeah. Da könnte ich glatt mal überlegen, ob ich nicht doch mal andersrum denke. Aber hey. Nico, was ist kaputt mit dir? Sepp, du hast doch Ich weiß irgendwas nicht. gemacht. Schieb's nicht auf mich. Ich war Ich nicht. geistig abwesend. Ich war's nicht. Ich habe ihn nicht kaputt gemacht. So, jetzt haben wir wieder einen leichten Ruckler hier im Stream. So, ja, jetzt läuft's wieder halbwegs flüssig. So flüssig wie Coca-Cola oder Red Bull nur fließen kann. Ich glaube, die 9 Punkte. Pizza. Nee. Ich
Ich glaube einfach, durch die Menge an Essen, die Rico zu sich genommen hat, hat er einfach so viel Stärke jetzt in Zucker umgewandelt auf einmal, dass er unter einer Überzuckerung leidet. Nee, 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 nee. Ihr müsst euch vorstellen, der Magen war schon. Der Magen ist schon so überfüllt gewesen, das Essen hat mein Hirn verdrängt. Und deswegen habe ich jetzt nur mehr beim Hirn. Aus diesem Grund könnt ihr mich jetzt Zermampf nennen. Okay. So, wir müssen jetzt das Pferd putzen. Kleiner Insider von Spaceballs, als ihr das kennt. Ja, einigermaßen. Ich muss es mal wieder gucken. Oh ja, ja. Jetzt kommt wieder die Striegelung. Oh, geil. Oh ja, ja. Da ist noch ein bisschen Schmutz. Ja, genau, zwischen den Beinchen. Oh, ja, genau. Fester, fester. Ja. Rico. Ja. Naja, jetzt habe ich wenigstens ein Bild davon, zu welchen Projekten ich Rico als Co-Kommentator einladen kann. Das ist, oh ja, genau, die Und Härchen. Oh ja, genau, nicht. Ein Härchen links, ein Härchen rechts. Oh Gott, ich krieg Kopfschmerzen vom Lachen. Vorsicht, nicht in die Augen. Ja, genau, und jetzt das Schwänzchen. Oh, ja, oh, ja, genau. Nur nicht zu fest aufdrücken. Und jetzt die Füßchen. Komm, mach die Füßchen. Erst das linke, dann das rechte. Der nimmt mal den Fußfetisch ist oder was? Tjo! Ein bisschen kratzi hier, ein bisschen kratzi da. Oh ja! Und dann suchen wir einen Nagellack raus. Rote Fußnickelchen. Ach du Scheiße. Ich sag schon gar nichts mehr. Mir fällt schon gar nichts mehr ein dazu. Also nur mal so am Rande, falls sich die Leute das wirklich jetzt ansehen sollten. Ich habe nichts getrunken, auch wenn es jetzt vielleicht so rüberkommen sollte. Es ist einfach so, dass wir momentan so die Phase haben, wo uns einfach nichts einfällt, uns extrem langweilig ist. Ich einfach nur momentan, ich weiß nicht, nur Blödsinn machen möchte. Also ich bin definitiv nicht immer so, nur mal so am Rande. Nicht, dass jetzt ein paar Leute diese Sache hier zugucken und sich denken, oh, was hat denn der? Oh, ist der in psychischer Behandlung? Ja, bin ich, aber das hat jetzt weniger damit zu tun. Nein. Spaß beiseite. Wir haben da ein ernsthaftes Spiel. Wir haben da ein Pferd, was die Maniküre genießt. Auf jeden Fall. Ja, genau. Wir haben da noch immer. Also ich sollte deine Gehorsamkeit steigern. Das ist auch. Ich befummel es einfach noch ein bisschen. Da hätte ich ein paar Ideen. Auf den Arsch klopfen. Sorry. Och, komm, das gib mir meinen geilen Ledersattel. Ah, Rico. Und ja, genau. Cowboy-Stiefel und Cowboy-Hut, falls Jenny das genau. sieht. Genau. Streichel nicht so lange den Arsch, ehrlich. Hörst du auf? Es kommt da unten noch was Längliches zum Vorschein. Das ist ein Mädel. Ach so. Ja, pff. Dann kommt was Feuchtes und... Nein, nein. Ich glaube, ich schalte den Part ab 18 frei. Den kann man sich dann nur zwischen 22 Uhr abends und 4 Uhr morgens angucken. FSK 18. Stimmt ja, die Sandy ist das ja. Stimmt ja. Guck mal, wie die Sandy sich freut. Sunny. Oh, guck mal. Die Sandy. Ui, Sandy. Oh, die Sandy ist das. Okay, Manji ist noch da. Wir haben Manji noch nicht verjagt. Ich glaube, er kann nicht schreiben, weil er sich die ganze Zeit vor Lachen krümmt. Ja, wahrscheinlich liegt er unter dem Tisch und hat so noch die Hand so über dem Tisch auf der Tastatur. Hat er es gerade so mit Ach und Krach den Smiley geschrieben. Ja, wahrscheinlich hat er sich jetzt gedacht, oh Scheiße, ich muss was schreiben, der Idiot da. Ja, hör auf zu wirren, ist ja schon gut hier. Tja, jetzt hat das Füßchen gehoben. Oh, das ist ein Zeichen.
Aber wir müssen noch ein bisschen. Komm, ich geb dir mal was zu essen. Ein Pferdchen hat's halt schwer, wenn's die Beinchen breit machen möchte. Oh Mann. Du verstörst mich. Aber wenn ich mir das Pferdchen so eine Beziehung zu Pferden haben. Also ohne Scheiß, wenn ich mir das Pferdchen so... Ja, genau, wieder die Karotte in die Nase. Ja, genau. Yeah, Karotte in die Nase. Geil. So vollkommen inhalieren. So. Mit Apfel, so. Ja. So. Und jetzt Hafer. Komm, komm, gib mir Hafer. Ich brauch Hafer. Oh, noch immer noch ein bisschen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Es dehnt sich Pferd genau. Was macht die dumme Kuh denn da? Was vermögen die mich als an? Ja. Was soll denn das? Lass mich in Ruhe. Auf 5% Gehorsam. Aber guck mal, wie das Pferdchen da im Hintergrund jedes Mal hinschaut. Das denkt sich, oh Gott, gleich bin ich dran. Gleich bin ich dran. Womit es auch recht fahr nicht so über die, neidisch bin auch. Fahr nicht so über die Augen. Mann! Och, Manji! Das ist scheiße, weil da kriegt man wieder in die Nachrichten. Spiele genau. Können Kinderspiele sein. Allerdings da, dass das Spiel, das Leute dazu bringt, vor dem PC-Tun umzufallen. So. Sind wir bald fertig mit dem Streicheln? Ich weiß es das nicht. Selbst, kannst du das nochmal als Streicheln bezeichnen? Ja, stimmt. So wie du hin und her fährst, dann denke ich mir nur. Ja, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Das ist die Zärtlichkeit danach. Ah, also geht's nochmal richtig rund und dann nochmal ganz sanft. Jetzt habt ihr mich verwirrt. Ach so, ja, du kennst das ja nicht, ne? Nee. Dass man hinterher noch ein bisschen sanft ist. Nee. Meine Maus möchte schon nicht mehr. Also ich kenne das nur, dass man mich dann irgendwie gefesselt liegen lässt und ich dann noch 20 Euro auf dem Bett geworfen bekomme und das war's dann. Und dann höre ich meistens nur die Tür hinter mir zuklappen. Ach, von dem Geld hast du dir vorhin Essen bestellt. Ja. So, jetzt gibt's noch was zu trinken ich und dann reiten wir das Turnier. Oh, ihr macht mich fertig. Kamasutra gibt's ja auch. Ihr macht mich so fertig. So, Ja, ich mach nichts. Das will sich schon verbuddeln. Volle Konzentration. Das Turnier beginnt, ja. Achso. Ich bin noch lange nicht im Turnier. Und los geht's. Hui. Wir beginnen mit einem mittleren Galopp zum Einstürmen. Okay. Danach kommt der starke Schritt. Werde ich die Kurve schaffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher. Moment. Warte mal, jetzt beginnt bei mir jetzt das Turnier. Schon wieder Pfeiltasten mit BASD verwechselt. Yay. Vom starken Schritt in den starken Trab ist gar nicht mal so schwer. Und dann in den versammelten Galopp. Da darf man keine Rechts-Links-Schwäche haben, weil sonst ist man ganz schnell mal im versammelten Schritt. So, liebe Leute, warum auch immer, aber ich hab schon wieder Werbung. Twitch mag mich anscheinend nicht. Oder Cat kriegt so viel Kohle durch Werbung, wovon ich gar nichts Ich krieg weiß. Gar nichts dafür. Ich muss mir den Dreck selber jedes Mal angucken, wenn ich wissen will, ob mein Stream läuft, ja? Das ist nervvoll. Vor allem ist die Werbung irgendwie 100.000 Mal lauter als ich. Also jetzt bin ich gerade bei der Spezial... bei der Passage. Ja. Wir haben jetzt die spektakulärste Figur überhaupt, den versammelten Schritt. Achso, ich habe doch die Passage. Ja, das Pferd muss gerade echt aufpassen, dass es nicht aus Versehen rückwärts läuft. Das ist auch die Kunst da dran. Jetzt habe ich den versammelten Schritt. Wir laufen eine wunderschöne S-Form. Sanfte Kreise und gehen über in den versammelten Galopp. Ah ja. Auf dem Weg dahin ziehen wir unser rosa Tütü an, um gleich eine Pirouette zu drehen.
Jetzt bist du Und aber im ich habe falschen Spiel, absolut oder? kein Taktgefühl.